Hallo Frau Judenthal, mein herzliches Dankeschön nochmal, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Sie haben gemeinsam mit der DKE 2017 Ihre Masterarbeit Entwicklung und Evaluation von Mensch-Maschine-Schnittstellen für Menschen mit Demenz am Beispiel eines Entertainment-Systems begonnen und natürlich auch erfolgreich im Februar 2018 bei uns abgeschlossen. Die erste Frage, die ich natürlich dann immer an junge Studenten habe: Wie sind Sie denn auf dieses STS-Programm überhaupt aufmerksam geworden? Das lief tatsächlich über meinen damals betreuenden Professor, Herr Professor Backhaus. Der ist in dem VDE Mitglied und hat darüber dann Hinweise auf das STS-Programm bekommen und das dann an mich weitergeleitet. Und dann haben wir uns da zusammen im Grunde beworben. Das ist sehr schön. Was hat Ihnen eigentlich persönlich die Teilnahme an dem STS-Programm gebracht? Ich meine, welchen Nutzen zieht man als junger Student, der eigentlich eher auf ist, seine Arbeit fertig zu bringen? Was bringt Studenten dazu, ausgerechnet im Bereich mit Normung irgendwas zu tun? Es ist erstmal natürlich eine tolle Erfahrung, an dem Programm teilzunehmen, weil man Einblicke bekommt, die man so als Student natürlich nicht erhält. Also man bekommt einen Einblick in die Gremienarbeit, in der Normung. Wie entstehen Normen? Wie werden Normen bearbeitet? Wie läuft so eine Gremiensitzung ab? Das sind ja alles Dinge, die sonst so hinter verschlossenen Türen entstehen, die man selten zu Gesicht bekommt. Das heißt, man bekommt da erstmal ganz tolle Einblicke und Erfahrung als Student. Und zusätzlich hat man natürlich eine klasse Möglichkeit, dort auch Kontakte zu knüpfen zum DKE, zum VDE und sich auch bereits schon als Student ein kleines Netzwerk aufzubauen, was man gegebenenfalls dann auch bei der Erstellung der Arbeit nutzen kann. Sie haben dann tatsächlich auch aus den Gremien wertvolle Rückmeldungen bekommen. Tatsächlich ja. Also es ging bei mir um Fragebögen, die ich eingesetzt habe dort. Da sind eben auch Experten aus der Pflege dann, die mir da doch auch ordentlich Hilfestellung noch geben konnten zu der Arbeit. Ja, sehr schön. Das freut uns natürlich. Ja, so wie wir mitbekommen haben, haben Sie in der Zwischenzeit sogar promoviert. Da natürlich von uns ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Schritt. Inwiefern war denn überhaupt dann Ihre Masterarbeit genau für Ihre Doktorarbeit wichtig? Welche Rolle hat denn dort dann letztlich die Normung gespielt? Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Die Masterarbeit war so die erste Vorarbeit zu meiner Doktorarbeit. In der Masterarbeit habe ich ein Musiksystem für Menschen mit Demenz entwickelt, mit dem die Betroffenen ihre Lieblingsmusik hören können. Denn der Hintergrund ist, dass Musik ganz positive Auswirkungen auf Menschen mit Demenz hat und sie kann zum Beispiel Erinnerungen wecken oder auch herausforderndes Verhalten lindern, wie zum Beispiel Aggression oder Depression. Das Problem ist aber, dass Menschen aufgrund ihrer kognitiven Erkrankungen häufig so alltägliche Radios gar nicht mehr bedienen können, mit der Folge, dass sie kaum noch Musik im Alltag hören. Und das Ziel der Masterarbeit war es daher, ein Musiksystem zu entwickeln, das auch von den Menschen mit Demenz bedient werden kann. Und langfristig war die Idee, dieses Musiksystem als Medizinprodukt zuzulassen. Und für eine Zulassung als Medizinprodukt wird von der Normung gefordert, dass die Produkte eine gebrauchstaugliche Entwicklung durchlaufen. Das heißt, dass das Produkt in der Bedienung möglichst wenig Risiken beispielsweise aufweisen darf für die Anwender, indem es gut gestaltet ist. Das heißt, es muss an die Anforderungen und an die Fähigkeiten der Anwender angepasst sein, und muss eben auch berücksichtigen, was die Betroffenen können oder eben halt auch nicht können, wie es bei den Menschen mit Demenz der Fall ist. Und diese gebrauchstaugliche Entwicklung des Musiksystems war dann Gegenstand der Masterarbeit. Und eine weitere Voraussetzung für die Zulassung als Medizinprodukt ist eben ein Nachweis des Nutzens des Produktes. Und diesen Nutzen, den habe ich dann in der Doktorarbeit untersucht, indem ich mit dem Musiksystem, was ich in der Masterarbeit entwickelt habe, in Pflegeeinrichtungen gegangen bin und untersucht habe, wie sich das auf Pflegekräfte und auch auf die Menschen mit Demenz auswirkt. Und ist das jetzt tatsächlich ein Produkt, das jeder erwerben kann, oder stehen da noch einige Hürden bevor? Aktuell kann es noch nicht jeder erwerben. So ein Zulassungsprozess braucht ja doch auch immer lange Zeit. Das heißt, aktuell können wir sie leider noch nicht auf den Markt vertreiben. Also wir befinden uns noch in der Forschungsphase.
Gut. Nun haben wir ja gelernt, Sie hatten Ihre Promotion abgeschlossen. Welche beruflichen Herausforderungen stehen denn jetzt überhaupt für Sie an? Genau, im Moment habe ich eine Postdoc-Stelle an der FH Münster, wo ich auch promoviert habe. Ab April werde ich eine Nachwuchsprofessur haben an der FH Münster. Das ist ein Modell, das einem als Postdoc die Qualifizierung für eine Professur geben soll. Die Nachwuchsprofessur besteht aus einer 50% Beschäftigung an der FH, in der ich zu einem großen Teil in die Lehre eingebunden werde, aber auch eigene Forschungsvorhaben durchführen werde. Und zum anderen habe ich eine 50% Beschäftigung in einem Unternehmen, was es mir eben auch ermöglicht, außerhalb der Hochschule Praxiserfahrung zu sammeln. Das hört sich sehr gut an und scheint auch ein richtiger Berufswerdegang dann für Sie zu sein. Bei diesen Herausforderungen spielt denn da auch die Normung eine Rolle? Ich meine, wir haben jetzt gelernt, bei der Entwicklung Ihrer Masterarbeit war Normung ein Thema. Und auch bei Ihrer Doktorarbeit wird das dann in Zukunft eine genauso große Rolle spielen? Genau, also wir beschäftigen uns in unserem Fachgebiet oder in dem Institut, in dem ich tätig bin, auch schwerpunktmäßig mit Produktentwicklung und der Evaluation von Medizintechnik. Und da spielt natürlich Normung immer eine Rolle. Ich habe ja schon gesagt, wenn man ein Produkt zulassen möchte, ist das immer durch die Normung geregelt. Oder auch wenn man es bewerten möchte, gibt es da immer Vorschläge durch die Normung, was man berücksichtigen muss, sodass sich die Normung da auch weiterhin mich begleiten wird. Ja, das ist ja schon sehr spannend gewesen, wenn man so sieht, angefangen von der Masterarbeit bis jetzt zu einer Nachwuchsprofessur. Man hat da natürlich schon positive Effekte auch gesehen. Wenn Sie jetzt jungen Studierenden was mit auf den Weg geben könnten von den Erfahrungen, die Sie jetzt in diesem STS-Programm gesammelt haben, was wäre denn das? Ich würde es jedem empfehlen, daran teilzunehmen. Erstmal habe ich ja schon gesagt, man gewinnt viele Einblicke in die Normungsarbeit, die einem als Studenten sonst verborgen bleiben. Es ist eine prima Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen zum VDE, zum DKE, aber auch zu anderen Studierenden, die gegebenenfalls ja auch an ähnlichen Themen arbeiten und forschen. Es ist aber auch für einen selbst eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, indem man seine Arbeit ja auch immer wieder vor Fachpublikum verteidigen muss und sich mit anderen Inhalten auseinandersetzen muss und kann und darf in der Normungsarbeit, weshalb ich jedem eigentlich nur die Teilnahme empfehlen kann, was ich auch schon gemacht habe. Wir haben bereits zwei Studentinnen bei uns aus dem Institut, die auch schon an dem Programm teilgenommen haben, beziehungsweise auch aktuell gerade teilnehmen. Das ist natürlich schön, wenn so viel Werbung dann dafür gemacht wird und wir auch Nachwuchs dann in diesem Programm haben. Eine letzte, vielleicht auch bisschen ja, kritische Frage. Der Normung haftet ja immer so ein bisschen dieses Ärmelschonerhafte an. Sollten sich Studierende davor fürchten, erschrecken oder Angst haben? Oder entpuppt sich Normung dann tatsächlich als was ganz Dynamisches? Dynamisch ist ja immer so eine Sache. Also natürlich brauchen Normungsprozesse immer ihre Zeit. Ich sag mal, von der Idee bis zur Entstehung einer Norm vergehen natürlich viele Jahre, viel Zeit, was wenig mit Dynamik zu tun hat. Aber in dieser Zeit passieren ja ganz viele andere Dinge, die viel dynamischer sind. Also kleine Diskussionsrunden oder wo es um Abstimmung zu bestimmten Absätzen geht, die sich eventuell auch auf aktuelle Forschungsvorhaben beziehen. Das ist alles viel dynamischer als dieser grobe Prozess. Ich habe eine Idee bis zur Norm. Der braucht natürlich Zeit und sieht erstmal wenig dynamisch aus. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall auf Ihrem weiteren Lebensweg noch viel Erfolg, viel Spaß auch im Bereich der Normung und ja, behalten Sie uns in guter Erinnerung. Danke sehr.